Während die Ukraine näher an die EU rückt, entfernt sich Russland immer weiter und versucht sich nicht zuletzt wegen der Sanktionen wirtschaftlich unabhängiger zu machen. Und so wird bei der diesjährigen wichtigsten Wirtschaftskonferenz des Landes in St. Petersburg auf neue Handelspartner spekuliert. Eine für den frühen Nachmittag geplante Rede von Russlands Präsident Putin musste zunächst wegen eines Cyberangriffs verschoben werden. Inzwischen konnte sie aber beginnen. Putin griff dabei den Westen mit scharfen Worten an. Demian von Osten, St. Petersburg. Sie haben einen Teil der Putin-Rede schon verfolgt. Was war denn bisher seine Kernaussage? Also Putin hält hier eine Rede, in der es um die russische Wirtschaft geht, aber nicht isoliert, sondern im Verhältnis zu den Sanktionen, die Russland ja sehr stark am Anfang getroffen haben. Er zeichnet insgesamt, wir sehen die Rede noch hinter mir, jetzt glaube ich auch eingeblendet, wenn ich das richtig höre, er zeichnet ein Bild einer russischen Wirtschaft, die es schaffen kann, mit den Sanktionen gegen Russland klarzukommen. Er hat gesagt, dass man im Bankensystem es geschafft habe, am Anfang für Stabilität zu sorgen und jetzt dabei sei, weiter für Stabilität zu sorgen, was das Thema Arbeitsplätze angeht, und greift dann, wie Sie eben schon gesagt haben, den Westen an, insbesondere Europa. Er bezeichnet die Sanktionen gegen Russland als nicht durchdacht und sagt, dass diese Sanktionen am Ende der europäischen Wirtschaft und auch der europäischen Politik schaden würden. Er prognostiziert beispielsweise der Europäischen Union soziale Turbulenzen, die am Ende die bestehenden Eliten stürzen würden aufgrund wirtschaftlicher Probleme, denn die hohe Inflation, die es in Europa gäbe, würde dort die Ersparnisse der Bürger auffressen. Das sind Prognosen, die er macht, und spricht insbesondere viel über die EU, was interessant ist. Er spricht wenig über die Ukraine, also wer jetzt beispielsweise eine direkte Reaktion erwartet hat auf die Ankündigung, dass die Ukraine Beitrittskandidat für die EU werden könnte, der wurde bisher enttäuscht. Er spricht insbesondere über Europa und wendet sich gegen das Konzept, so wie er es bezeichnet, einer unipolaren Weltordnung, die sich nach dem Ende des Zweiten Krieges aufgebaut habe, mit den USA als der eine Pol, und sagt, das habe man nicht akzeptieren wollen und werde es auch in Zukunft nicht akzeptieren. Und das seien jetzt Umwälzungen in der Welt, bei denen es kein Zurück gäbe. Der Westen hat ja Russland nun den Rücken zugewandt. Welchen Wirtschaftspartnern gegenüber ist denn Putin nun zugewandt? Also hier auf dem Forum kann man sich umschauen, wer so unterwegs ist. Man muss dazu wissen, dass das Wirtschaftsforum hier in St. Petersburg früher ein Ort war, wo auch deutsche Wirtschaftsbosse und auch deutsche Politiker gerne gesehen waren und gekommen sind, um auch Deals auszuhandeln oder zu vereinbaren, öffentlich zu vereinbaren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt wenige Besucher aus dem Westen und überhaupt keine Stände von westlichen Firmen, kaum Auftritte von westlichen Wirtschaftslenkern auf Podiumsveranstaltungen hier. Stattdessen sind beispielsweise Menschen aus arabischen Ländern da. Es gibt einen Stand von Ägypten. Es gibt Vertreter von Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein großer Fokus Russlands ist jetzt Richtung Indien und China. Zwei Wirtschaftsräume, die aus russischer Sicht als Zukunftsräume gesehen werden, aufgrund der hohen Bevölkerungszahl und des großen Wirtschaftswachstums. Dorthin möchte man jetzt die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren, aber auch in Richtung afrikanische Staaten. Das war jetzt auf dem Forum hier noch nicht so präsent, aber es gab beispielsweise in den letzten Wochen schon ein Treffen zwischen Putin mit dem Vertreter der Afrikanischen Union. Also man orientiert sich jetzt eher in diese Welt und hat, so stellt es zumindest die Regierung dar, mit den Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen im Wesentlichen abgeschlossen. Interessant ist ja auch, dass Unternehmen in diesem Jahr wohl die Möglichkeit haben, anonym an dem Forum teilzunehmen, um nicht im Zuge der Sanktionspolitik des Westens mit Strafen belegt zu werden. Wissen Sie mehr über mögliche westliche Teilnehmer? Da gab es diese Information im Vorhinein, dass es Streit gab, ob man jetzt wirklich den Namen draufschreibt auf diese Schilder. Ich habe meins jetzt hier gar nicht dabei. Alle haben so ein Umhängekärtchen, wo der Name draufsteht, aber man sieht ihn doch bei den allermeisten. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, hier wären viele Menschen irgendwie inkognito unterwegs auf dem Forum. Aber es gibt einige westliche Teilnehmer, etwa aus Italien oder Frankreich, die auch an Veranstaltungen teilnehmen.
Sie sind ja seit Jahren Korrespondent in der Türkei, in Moskau, entschuldigen Sie bitte, und kennen daher auch Putin sehr gut. Wie wirkt er diesmal auf Sie im Vergleich zu den Vorjahren? Also Putin versucht heute, wie auch bei einem Auftritt vor einer Woche, ein Gefühl großen Selbstbewusstseins zu vermitteln. Wir wissen natürlich nicht, was es in ihm wirklich vorgeht, was er wirklich denkt, aber er sieht sich als Sieger oder als möglicher Sieger in der Zukunft. So strahlt er das aus, so formuliert er das. Er formuliert es, wie ich vorhin schon sagte, in großen historischen Kategorien. Es gab auch einen Auftritt von Putins vor einigen Tagen bei einer an Peter den Großen in Russland. Und da sieht er sich wahrscheinlich in den großen Linien der russischen Politiker oder Staatenlenker, die etwas verändert haben für ihr Land. Wir wissen natürlich im Moment noch nicht, in welche Richtung das geht, aber große Veränderungen, das sehen ja beide Seiten so, das sieht man im Westen so, das sieht man hier in Russland so, dass es große Veränderungen sind, die die Weltpolitik maßgeblich beeinflussen für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für die nächsten Jahrzehnte. Schauen wir dann noch kurz auf das, was für uns in Deutschland sehr aktuell ist, auf die Gaslieferung. Nach der Drosselung für Deutschland bekommt Frankreich gar kein russisches Öl mehr per Pipeline und auch bei Italien wird weiter gekürzt. Wie wird denn darüber in Russland gesprochen? Was bekommen Sie davon mit? Ja, es wird immer mal wieder thematisiert, aber das ist jetzt kein so zentrales Thema für die Russinnen und Russen, denn hier geht es eher um die eigene Wirtschaft. Wenn wir aber zurückschauen, gab es ja schon Vorfälle, wo Russland Druck ausgeübt hat, etwa auf die Ukraine über die Nichtlieferung von russischen Gases. Und davon muss man ausgehen, dass das jetzt auch wieder der Fall ist, dass man also mit Gas Druck versucht auszuüben auf den Westen, auf Europa. Russland sieht sich nicht in einem Konflikt mit der Ukraine in erster Linie, sondern in einem Konflikt mit dem Westen. Im Staatsfernsehen wird da von einem echten Krieg schon gesprochen, der über verschiedene Wege ausgetragen wird. Und aus russischer Sicht findet man es legitim, auf etwa die Sanktionen aus dem Westen mit der Drosselung von Gaslieferungen zu reagieren, auch wenn das offiziell natürlich anders begründet wird, offiziell mit technischen Dingen zu tun hat. Aber man kann davon ausgehen, dass dahinter eine Strategie steckt. Demian von Osten mit Informationen in St. Petersburg. Vielen Dank.